I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Scheiße nochmal, Nathan! Das ist für dich also sprachlos? Mann, wie lange die hieran wohl gebaut haben? Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Howdy, folks. Willkommen in Libertalia. Selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher Punkt. Alcazar hat das anders gesehen. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es, aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrau mir, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Oh, wir haben mal Leute da. Irgendwelche Schatzen. Libertalia. Teil, der aus dem Turm zeigt. Schatzkammer. Eine üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost, ja, Prost. Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht einfach ausruhen. Hm? Zuflucht suchen. Einen Grog genießen. Hm. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl.
Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das war eine gute Option. Ich war aber gut. Keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Nein, ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leier. Komm schon, wir. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt. Also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Tja. Mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Das kann ich nicht machen. Wir haben wohl die Kneipe gefunden. Pirat bleibt eben Pirat. Hier ging's hoch her. Kaputte Tische, kaputte Gläser. Hier sind ein paar Entermesser. Du räudiger Hund. Ha. Cool. Ich wollte nur... Oh ja, nein, ich weiß. Das sollte nur so... Genau.
Bist ein mieser Pirat. Ja. Hallo. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Wenn dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Schon möglich. Ist noch lesbar. 17. Mai 1715. Vater, zweifellos hast du davon gehört, dass mein Schiff von einem Mann der Ostindien Company zerstört wurde. Ich bitte um Vergebung, falls du um mich getrauert hast, aber ich musste die Welt in dem Glauben lassen, dass ich tot bin. Dein Sohn ist aber nicht bloß am Leben und wohlauf. Du wirst sicher erfreut sein zu hören, dass ich mein Kapitänsamt niedergelegt habe. Ich versuche mein Glück nicht länger als Dieb. Stattdessen habe ich mich gemeinsam mit meiner tapferen Freibeutermannschaft Gleichgesinnten angeschlossen, um für die Freiheit einzutreten. Wir gründen eine Kolonie, in der jeder das Gleiche als gleich und frei angesehen wird, so wie tun und lassen kann, was er will. Ich habe mich dazu entschlossen, auf den Feldern und mit dem Vieh zu arbeiten, was dich sicherlich amüsiert. Es ruft in mir jedoch eine Zufriedenheit hervor, wie ich sie von zu Hause nicht kenne. Vorerst muss unser Aufenthaltsort geheim bleiben. Ich hoffe aber, dass du eines Tages herkommen kannst, um zu sehen, was wir erreicht haben. Eine Gesellschaft, die frei von jener ungerechten Unterwerfung ist, die du stillschweigend akzeptierst, Christopher. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden, als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Na, irgendwas stimmt hier nicht. Warum haben sie ihre Pferde zurückgelassen? Frage. Gute Frage. Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verfluchte Piratenschätze, aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Meistens. Whoa.
klar. Kommt da hin. Noch haben wir dann Zeug nicht machen. For what is that? Verschlossen, na klar. Dann musst du auch so was haben. Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Artikel 5. Wer Libertalia in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tode bestraft. Haben sich die Sklaven, Mörder und Diebe wirklich an diese Regeln gehalten? Ja, überall gibt's Regeln, hm? Auch mit der Piraten. Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Stell dir diesen Ort mal zu seiner Blütezeit vor. Sieh mal, es gab hier Familien. Ja, aber zur Hölle sind alle hin. Ich meine, wurden die alle entführt oder was?
Pisspot. Gewalt gegen Stühle. Captain Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Vielleicht ist es an der Papageiensache doch was dran. Was ist das für ein Symbol? Ja, warte, sei ein. Da umgucken. Ein Schloss. Nathan, hier lang. Ja, ja. Go. Ah, gegen Stühle. Hier entlang, mir nach. Ja, warte, warte.
scheint ein Tunnel durchzugehen. Wette, wir können unter diesen Brettern durch. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Hinter dir. Es ist seltsam. Die Tunnel sehen viel gröber aus als der Rest der Kolonie. Als hätten sie es beim Bau eilig gehabt. Ja, stimmt. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Stark, damit läuft es erstaunen. Das ist das Symbol wieder. Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja, vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Wäre alles möglich. Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und... Bam, da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Ein weit verzweigtes Höhlensystem. Da kommen wir raus. Noch ein Leiden. Ah, komm, ich nicht drauf, hä? Huh?